Kell ist ein Kämpfer, der sich bis in die Höhle der Löwen durchgebissen hat. Zahlt sich sein Durchhaltevermögen heute für ihn aus? Hallo, liebe Löwen. Ich bin der Aaron Magill, ich komme aus Bern. Der Erfinder des Kinder-WC-Rennjahrekes. Ich benötige 80.000 und dafür biete ich 80% meines Unternehmens. Wir Eltern haben verschiedene Probleme, aber eines hat mich sehr beschäftigt. Und das ist der Toilettengang von den Kindern. Jahrekes besteht auf einer patentierten Klemme, einzigartig. Und mit dieser Klemme können Sie auf jede bestehende WC in wenigen Sekunden einbringen. Das heißt, hier ist es so flexibel. Und es ist fertig. Und hier gehen und die Eltern können ruhig hier. Nicht nur das. Der Vorteil an Jadikes wieder ist, wenn Sie in die Ferien kommen, Sie können in ein paar Sekunden genau gleich, in wenigen Sekunden. Und so sind Sie weg. Aber damit Jadikes einfach in jedem Badezimmer, nicht nur in der Schweiz, aber die ganze Welt, ich benötige einfach die Hilfe einer Löwen. Werde ich dabei? Mr. McGill. Yes. Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Sie wollen 80% Ihrer Firma hergeben? Nein, 80.000 für 20%. Entschuldigung. Ah, 18. Vorher war es 18%. Nein, Entschuldigung. 18.000? 80.000. 80.000, ja, genau. Für 20%. Ja, für 20%. Das heißt, Ihre Firma bewerten Sie mit 400.000. Ja. Genau. So, jetzt haben wir es. Merci. Und Sie haben gesagt, Sie haben das schon im Verkauf. Yes. Und wo wird das verkauft? Ich habe auf eigenen Online-Shop. Ja. Und andere verschiedene Händler. Zum Beispiel Brack.ch. Brack.ch ist eine große. Also, ich bin so dankbar für Brack.ch. Der Verkauf ist sehr gut. Ja. Ich will ja nicht die Geschäftsgeheimnisse der Brack-Firma hier enthüllen, aber wie viel verkaufen Sie jetzt über Brack? Ja. Im Jahr. Genau. Also, ich September bis Ende des Jahres 2017 war 17 Stück und 2018 100% mehr, das heißt 140 Stück. Wo Brack und CH. 140. Ja, 140, ja. Und was kostet dieses Yari Kids? Yari Kids ist 42 Franken. Das ist. Und was kostet Sie die Herstellung eines solchen Rings? Herstellung von Menge her war bis jetzt 3 Franken, 55 Franken Rappen pro Stück. Ist das ein Bruttomarsch? Also ohne, das ist einfach Herstellungskosten? Herstellungskosten. Okay. Herstellungskosten, ja. Gibt es da verschiedene Formate, sehe ich, oder? Nein, Format ist gleich, nur die Motive sind verschieden. So. Könnten Sie uns ein bisschen über Ihren Background erzählen? Ja. Ich komme aus Westafrika, Liberia. Ich bin schon seit 20 Jahren in der Schweiz. Verheiratet. 2 tolle Kinder. Meine Tochter hat mich eigentlich inspiriert, das zum Entwickler, ja. Und ja, ich bin glücklich. Und Ihren beruflichen Background? Beruflich habe ich nicht Architektur, hohe Bauzeichnung habe ich gelernt, also in Liberia. Aber hier war nicht möglich, also ich sollte noch eine Weiterbildung machen, ein Jahr. Und ich konnte nicht finanzieren damals und dann habe ich einfach so auf anderen Weg bin ich jetzt mittlerweile in die Pflege. Ja. Vielleicht noch mal schnell zu den Umsätzen. Mhm. Können Sie vielleicht sagen, was Sie gesamthaft denn für Umsätze machen? Ja, Umsatz es ist sehr unterschiedlich, aber durchschnittlich pro Stück ist einfach um die 15, 16 Franken Durchschnitt pro Stück, ja, von mir. Okay. Genau.
Da darf ich mal schnell schauen? Okay. Ja, was geht. Ja, aber es ist schon, das Clevere ist, eben, dass du musst nicht wechseln. Andere musst immer wegnehmen und das kann da bleiben und du kannst es immer benutzen. Dieses System ist weltweit einzigartig. Da geht es nirgends. Sie können es nie so ein System. Hatte ich nicht die Möglichkeit, ich hatte einfach ein Weltpatent eingetragen. Daher da geht es nirgends. Das ist wieder sehr großes Verkaufsargument. Die braucht fast keinen Platz. Wetter spielt keine Rolle. Im Estrich bei mir zu Hause. Ich kann 5000 Stück oben lagern. Ja. Und wie sind sie verpackt? Kommen sie so oder sind sie in einer Verpackung? Also, ja, die sind verpackt hier. Und wieder so schmal. Ja, 230 Gramm. Aber trotzdem. Die sind sehr stabil. Das ist Polypropylen, genau gleiche Material wie der hier. Das ist kein Spielzeug. Ja, genau. Ich bin heute überzeugt, dass das geht. Und die Kunden sind da. So, Holly. Ich finde das eine tolle Geschichte. Ich find, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie damals als Asylant in die Schweiz gekommen. Mhm. Ich finde das eine tolle Geschichte, dass Sie hier in die Schweiz gekommen sind, nachher als Unternehmer gestartet sind und das Produkt entwickelt und patentiert haben. Und Sie haben ja auch schon respektablen Erfolg damit. Das finde ich wirklich eine tolle Geschichte. Und darum würde ich Sie gerne unterstützen. Ich würde Ihnen die 80'000 Franken anbieten. Mein Vorschlag wäre aber, ich würde gerne 30% dafür haben. Merci. Also, ich lasse dann die anderen loben. Aber nein, ich glaube, das ist eine sehr gute Lösung, Herr Michiel. Und ich kann Ihnen nur gratulieren, wenn Sie den Roland Brack können überzeugen können. Der ist der richtige Mann für Sie. Und darum bin ich draußen. Ja, das denke ich auch. Also vom Vertrieb her hat er wahrscheinlich am meisten Ahnung. Und entsprechend wünsche ich Ihnen sehr viel Glück und bin aber auch draußen. Also ich denke, Sie haben den Jackpot gewonnen, wenn Sie Roland Brack bekommen als Investor. Also ich bin draußen. Merci. Ja, also ich bin auch draußen in dem Fall. Der Roland hat das Angebot gemacht, der Herr McGill hat gelacht. Sie haben es angenommen, oder? Ja, der Roland hat das Angebot gemacht, der Herr McGill hat gelacht. Sie haben es angenommen, oder? Aber, ja. Herr Brack, 30%. Was ist bereit? Okay. Weil, ja. Ich war mir sehr freut, mit euch zu arbeiten, natürlich. Aber 27,5. Wie kommen Sie genau auf 27,5? ich finde, das war ein sehr guter Anfang für beides. Ja. Ein sehr guter Marsch für beides. Ja. Ich verstehe gut, Sie bringen viel. Also, die Know-how, was Sie haben, das ist unverkauflich. Das muss ich ehrlich sagen. Ich vertraue euch. Ich bin sicher, bei euch ist Jarikis in guter Hände. Da bin ich sicher. Aber trotzdem, können wir irgendwo in die Mitte so treffen. 27,5 ist gut. Die? Deal? Deal. Merci. Für den Roland. Merci. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Doch. Okay, merci. Aaron hat es dank seines starken Willens und seiner Überzeugungskraft geschafft, heute seinen Traum zu verwirklichen. Ja, aber die. Ja. Die. Hey, Aaron. Ja.
Alles Gute, das hast du super gemacht. Wie ist das gelaufen? Sehr gut, sehr gut. Der Löwe ist auch zufrieden mit 27,5%. Der ist auch zufrieden. Der weiß genau und er erkennt das Potenzial von dem Produkt. Und der weiß, es mit 27,5%, der macht ein gutes Geschäft. Es gibt aber noch etwas anderes. Schau jetzt, wenn hier oben das blinkt. Das heisst, dass du von Mediashop ein Gründerticket kriegst. Das heisst, ja. Du bist automatisch drin in einem Mediashop-Programm für Gründer. Hey! Super, die haben es erkannt, das Hochverkaufspotenzial. Und wie? Hey, ich gratuliere das. Merci, Andreas. Merci, merci, merci. Das weltweit erfolgreiche Teleshopping-Unternehmen Mediashop bietet mit dem Gründerticket den Gründerinnen und Gründern kompetente und persönliche Unterstützung in der Produktion, im Marketing und im Vertrieb ihrer Produkte. Wir freuen uns, dass wir euch mit unserer Expertise unterstützen dürfen und euer Produkt gemeinsam zum Erfolg führen können. Jeder, der kleine Kinder zu Hause hat, kennt das Problem. Und du hast die perfekte Lösung dazu.